Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt, ein kleiner unter den großen. Doch die Nähe zu Tschechien macht ihn zu einem wichtigen. Mehrmals täglich wird er von Güterzügen aus dem neuen EU-Land erreicht. An der Spitze Skoda-Loks der tschechischen Baureihe 372 oder des baugleichen deutschen Pendants der Baureihe 180. Erst 1988 kam diese Zwei-System-Lok mit 19 Exemplaren für Deutschland und 15 für Tschechien auf die Gleise. Geeignet für 3 kV Gleichstrom und 15 kV Wechselstrom. Ohne Probleme an der Grenze, bloß innerhalb Deutschlands dort ein bisschen klemmen. Da gab es auf der Strecke Schwierigkeiten, einer war liegen geblieben und das hat natürlich Folgen gehabt. Auf der tschechischen 372014 ist heute ein deutscher Lokführer unterwegs. Die deutschen und tschechischen Kollegen wechseln sich ab, egal ob nun 180 oder 372. Alle Maschinen der Baureihe 180 sind in Dresden beheimatet und kommen neben den grenzüberschreitenden Güterzugdiensten auch im Intercity-Dienst nach Warschau zum Einsatz. Die polnische Staatsbahn fährt ebenfalls mit 3 kV Gleichstrom. Eine ehemalige V90 der Bundesbahn ist im Verschubdienst. Diese, heute als Baureihe 290 bezeichnete Diesellok, kam ab 1964 auf die Gleise. Vom Stellwerk am Ablaufberg sind die Ausmaße des Güterbahnhofs Dresden-Friedrichstadt gut zu erkennen. Ein Güterzug rollt zum Ablaufberg. Gleich werden die Wagen abgestoßen. Der Zug wird aufgeteilt. Wagen für Wagen rollt über den Ablaufberg. Der Hemmschuh hat bereits lange ausgedient. Über Gleisbremsen werden die Güterwagen auf die richtige Geschwindigkeit gebracht. Ohrenbetäubender Lärm begleitet das Geschehen. Trotz der scheinbaren Auslastung des Güterbahnhofs sind die Leistungen in den letzten 10 Jahren stark zurückgegangen. Die Stilllegung ist bereits im Gespräch. Auch die EU-Osterweiterung dürfte wohl nichts mehr bringen. Relativ modern ist das Stellwerk am Ablaufberg, das mit Drucktastentechnik ausgestattet ist. Von hier aus werden die Weichen gesteuert. Und das alles noch per Hand. Kollege Computer hat hier noch nicht Einzug gehalten. Eine gute alte 106er im Rangierdienst. Sie gehört zu den letzten Reichsbahn V60, die noch im Dienst ist. Die rollende Landstraße zwischen Dresden-Friedrichstadt und Lovosice wurde 1994 ins Leben gerufen. Die EU-Osterweiterung und die damit verbundenen Erleichterungen im Grenzverkehr zum 1. Mai 2004 besiegelten das vorzeitige Ende der Rola. Eigentlich sollte damit gewartet werden, bis 2006 die Autobahn 17 von Dresden nach Prag fertiggestellt ist. Die Auslastung der Züge war drastisch gesunken, zuletzt auf etwa 10%.